Ich glaube, dass wir jetzt mit Domenico Tedesco einen Trainer gefunden haben, der unter Umständen nicht so in das übliche Profil der Schalke-Trainer passt, der aber genau das verkörpert, das ist mein fester Glauben, genau das verkörpert, was Schalke 04 braucht. Wir wollten einen Trainer verpflichten, der in allererster Linie zunächst einmal taktisch sehr versiert ist, der bewiesen hat, dass er eine Mannschaft taktisch voranbringen kann. Das Zweite, was extrem wichtig ist für Schalke 04, dass eine große soziale Kompetenz da ist. Auch das sehe ich in ihm. Und zu guter Letzt, auch das ist extrem wichtig hier, glaube ich, ist eine sehr große Kommunikationsbereitschaft bei Domenico da. Das heißt, der Austausch mit den Spielern, der Austausch im Verein. Dass er ein bisschen jünger ist als die Vorgänger, das ist in Ordnung. Da habe ich eine gewisse Erfahrung damit. Ich habe des Öfteren schon jüngere Trainer zu Bundesliga-Trainern gemacht, auch Trainer mit weniger Erfahrung. Aber alle Gespräche, die wir geführt haben, persönlich und wie auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange telefonisch, haben mir den festen Glauben gegeben, dass das der richtige Schritt für diesen Verein ist. Und diese Entscheidung wird komplett vom ganzen Club, von allen Gremien zu 100% mitgetragen, weil überall dieses Gefühl da war.